Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem Video. Also ich, wie viele haben wir eigentlich gerade ein? Wir haben Mittwoch, den 3.6. Und ich hatte gestern Geburtstag. Und ich zeige euch mal meine Geschenke und so fangen von den Geschenken von meinen Eltern an. Also, als erstes habe ich eine Foreo Unami 2 gekauft. Das ist eine Gesichtsreinigungsbürste, die vibriert da so ein bisschen, dann kann man tief die Haut reinigen. Und dann habe ich den Benefit Georgia bekommen. Der riecht unfassbar geil. Dann kommt noch immer so eine Bürste davon raus. Das habe ich heute schon getragen. Und die Farbe ist so Rose Peach Goldig. Man sieht, die Farbe liegt sehr dezent. Das trage ich immer auf meinem Blush drauf auf, damit es so glowiger und schöner ist im Sommer. Dann habe ich diesen Pulli von Kenzo bekommen. Dieses so mit Tigern und so, das finde ich sehr schön, weil Kenzo hat ja so Tiere, so Tiger und so. Deswegen noch das hier. Ich tue mal die Sachen so neben Mädchen. Dann habe ich von Dixie noch so ein schulterfreies Kleid bekommen. Das ist so ein bisschen länger, so ein bisschen Vintage-Style oder so. Weiß nicht, was für ein Style es ist, aber ich glaube so Vintage und ich finde es sehr schön. Das steht mir. Sollen wir das auch noch zusammen machen? Und dann habe ich von Pepe Jeans so ein kurzes, schulterfreies, enges Oberteil bekommen. Das finde ich auch so schön, da mit einem Rüsch drin heißt es, glaube ich, hier. So. Also, ich habe meinen Geburtstag gefeiert und zwar so mit Fanny und einer meiner Freundin. Und es war wirklich sehr schön. Wir waren im Pool und so, das war eigentlich sehr angenehm. Und dann habe ich noch von Ripley so eine Boyfriend, nennt man es, glaube ich, Hose in Weiß und mit so Partikelchen, so Silber-Holo-mäßig. Das hat einen hohen Bund, wie man das von den Kindern kennt. Und ja, und jetzt kommen wir zu dem Geschenk von meinen Eltern, worauf ich mich richtig, richtig doll gefreut habe. Und zwar ist das hier. Und zwar habe ich von meinen Eltern, wie ihr schon gesehen habt, Balenciaga Speed Trainer in Rot bekommen. Also, wenn ich die gesehen habe, habe ich mich richtig doll gefreut, weil ich dachte, ich habe mir halt gewünscht und so, aber dachte so, ich bekomme die nicht. Nee, die werde ich nicht bekommen. Aber ich habe sie doch bekommen. Danach war ich richtig, richtig happy. Also, ich glaube, also die Schuhe bekommen, ist richtig happy. Und jetzt kommen wir zu den Geschenken von meiner Schwester. Meine Schwester hat so eine Box genommen, die sich so schön angemalt ansehen kann. Das ist richtig schön. Ich habe mich richtig doll gefreut. Dann hat sie mir von Rival de Luxe so ein Ultra Gel Nagellack gekauft. Und zwar die Farbe steht hier nicht. Dann hat sie mir so ein Cappadocia Schussanhänger mitgebracht, also genommen. Dann schön reingepackt, dann ein Labellino. Sieht auch so schön. Wenn das Licht so ein bisschen flackert, ich weiß, ob man das in der Kamera sieht, das ist ein Problem für meine Lampe. Dann von Essence Contouring Stars so ein Liptopper. Und dann hat sie mir ein Eos gekauft, der ist so rot. Der Ton färbt, glaube ich, ab. Ja, der färbt ab. Und noch so ein Notizbuch von Topmodel genommen. Ich finde das so süß, weil sie mag Topmodel und so zeichnen und so. Ja, und jetzt kommen wir zu einem meiner Freunde. Und zwar hat sie mir hier so ein Duschgel gekauft. Und zwar von Nivea Pflegedusche Sommerliebe. Das ist eine Limited Edition. Und ich sage es euch, die riecht göttlich. Die riecht so erfrischend und so ein bisschen süßlich, so
hat alles, was man so sucht. Und dann hat sie mich noch in so eine Kulturtasche, so eine transparente Kulturtasche, da ein paar Sachen reingetan. Und zwar von Essence The Blush, einen Blush. Zeige ich euch mal so, das hat eine schöne Farbe. Ich liebe diese Töne, und zwar ist das die Farbe 10 Befitting. Dann hat sie mir noch von Essence The Sun Club Matte Bronzing Powder. Und zwar den 01 Natural. Der wird inzwischen so ein Jahr lang bei mir bleiben. Oh, der riecht voll schön nach Kokosnuss. Ja, der riecht richtig schön nach Kokosnuss. Dann von Catrice Cosmetics The Fresh Nude. Und ich feiere diese Farben. Also die sind sehr, 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 sehr schön. Die ist so ein bisschen glitzerige, nudige, das mag ich. Und ja. Dann hat sie mir von Trend It Up den Quick Dry Nail Polish in der Farbe 025 gekauft. So. Also ich finde die Farbe auch, ich liebe solche Altrosé, so nünige Töne. Dann hat sie mir von Trend It Up den High Shine Lip Gloss gekauft. Die Farbe mag ich auch, die Farbe passt zum Trend Up High Shine Lipstick. Der Lipgloss in der Farbe 144 und der Lipstick in der Farbe 246 Shiny. Ich sollte mal ganz kurz den Lippen. Das ist der hier. Und von dem Lipgloss. Den kann man dann drüber fragen. Das ist für den schönen Applikator. Wartet, ich zeig's euch mal. Kennt man das? Das sind so kleine Bürstchen. Ist der hier. Ja, ich finde beide Farben sehr schön. Das habe ich noch nicht gezeigt. Das dann von Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder. So. Das watcht mal. Also da kommt schon richtig schön Produkt. Ja, und das highlightet auch sehr, sehr schön, wie man es erkennen kann. Das ist die Farbe 010 Light Infusion. Dann noch von L'Oréal Paris diesen Litchi Plump. So, den probiere ich jetzt mal mit euch aus. Auf den bin ich voll gespannt. Das ist so wie ein Lipgloss. Oh, das ist mit Minze. Das erfrischt voll. Das ist, glaube ich, ganz gut für den Sommer, dass man da auch so eine Frische hat. Und jetzt mache ich mir mal meine anderen Freundin eine ganz große Tüte mitgebracht. Ja. Und zwar hat sie mir so eine Sparbox gebracht mit einem Hund drauf. Weil ich kann mir vorstellen, warum das mit einem Hund drauf ist. Weil ich, also wir haben vor, einen Hund zu kaufen. Und zwar nach den Sommerferien werden wir einen Hund kaufen. Ein Minimalteser ist unser Plan. Und dass ich dann für die Sachen ansparen kann. Und dann habe ich hier noch von Trend It Up Ensuring Sea Salt Peeling. Ich die Sachen hoch. So, auch nicht ein bisschen Sinn. Und zwar ist das so ein Hand Peeling. Das muss man so richtig gut schütteln. Am liebsten, das Peeling lagert sich hier unten ab. Und ich bin mal sehr gespannt darauf. Probiere ich mir nachher aus. Und dann hat sie für den Hund, den ich dort habe, aber haben werde, so ein Intelligenzspielzeug gekauft. Und zwar kann man hier dann so Leckerlis rein tun. Und dann muss der Hund damit so rummachen und also so damit rumspielen. Und dann kommen die Leckerlis so raus als ein Intelligenzspiel und das macht dann auch so ein bisschen Geräusche. Ja. Und dann habe ich hier so ein schönes Cappuccino-Glas in so einem sehr schönen Rosé mit so Herzchen drauf, mit so weißen Herzchen eingraviert. Und dann habe ich noch Hundeleckerlis. Wenn ihr fragt, warum die offen sind, weil meine Tante hat einen Hund, also meine Cousine hat sozusagen, die hat einen Hund, die sind hierher gekommen, dann habe ich ihm zwei gegeben. So, Hundeleckerlis, aber ich weiß nicht,
ob sie ein bisschen zu hart sind, aber ich glaube, sie sind schon ganz zu groß für mein Minimalkäse. Dann habe ich hier noch zu dem Schwabbox passend die ganz große, wie nennt sich das, sowas wie eine Tasse sozusagen, Becher. Und ich muss so lange daraus Tee trinken, bis ich meine Hunde habe. Weil dann kommen die studenten Leckerlis da rein. Und man muss sich, wo ich dann meinen Hund die Leckerlis geben kann. Und dann hat sie noch eine Schale gekauft. Also, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, wie süß die Sachen. Weil ich da, ich habe mir gesagt, dass wir einen Hund wollen, aber sie wusste, dass ich einen will. Aber sie wusste halt nicht, dass wir einen kaufen. Und sie so, hä, warum weiß sie das? Und ich fand das so süß von ihr. Noch so ein Futternapf. In Blau. Eigentlich wollen wir ein Mädchen, aber man weiß ja nie. Und Blau geht auch für Mädchen. So. Und dann noch so ein Schimmerspray von Balea. Copacabana. Copacabana. Das ist so ein Glitzerspray, das habe ich ausprobiert. Ich mache es gleich nochmal. Das riecht richtig geil. So. Das riecht wirklich richtig geil. Glitzert das? Also es glitzert, aber ich glaube, mit der Kamera kann man es nicht so gut erkennen. Dann von Essence The Rose Edition Eyeshadow Palette. So, die Farbe finde ich auch sehr schön. Auch so rosé. Dann von Essence Mercy Compact Powder in der Farbe 01 Sun Kissed Beauty. Das riecht auch so ein bisschen nach Kokosnuss. Ja, das Licht ist gar nicht gut. Keine Ahnung. Und dann habe ich noch zu dem Schimmerspray passend die Tuchmaske. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber den werde ich auch ausprobieren. Vielleicht morgen oder nächste Woche. Und dann habe ich von Trying Up ein Ultra Matte Lipstick bekommen. Die Farbe sieht auch sehr schön aus. Testen wir auch mal. Ja, die ist so ein bisschen peachig rötlich. Das ist diese Farbe hier. Die finde ich auch sehr schön. So, das ist fertig. Kommt mal runter. Das ist mal das andere von meiner anderen Freundin. Und zwar hat sie Milka. Hat Moment gebracht und Schokolade ist immer das Beste, was man haben kann. Dann hat sie mir einen Kamm und Rose Gold ausgepackt und geschenkt. Ich finde die Farbe mega schön. Das ist auch so ein bisschen Chrome und ich liebe Chrome, ich liebe Rose Gold. Meine Luftballons waren auch Rose Gold. Ja. Deswegen finde ich die auch sehr schön und sie sieht auch sehr schön aus. Ich feiere diese Puma-Socken. Hat sie mir noch diese Puma-Socken gekauft? Und zwar sind zwei davon so mit Ding hier, mit so transparent und das ist voll Mode. Und das hier ist dann so normal. Und ich mag das, wenn man so bei Air Force und so, so ein bisschen so, ich ziehe auch so immer so Spitzensocken an oder so Glitzersocken, weil ich finde das sehr schön. Das hat was. Ja. So. Und das sind all meine Geschenke. Also ich habe mich für alle sehr, 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 sehr gefreut. Ich finde auch alle sehr schön und ich danke an alle, die daran gedacht haben. Auch mal von hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr auch mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.